Es ist wieder Zeit für Rock'n'Roll an den Märkten. Die Indizes steigen wie Bolle, sagt man hier so schön. Es ist Wahnsinn. Gestern der DAX irre gestiegen. Wir stehen momentan über der Marke von 11.160 Punkten. Wer hätte das vor einer Woche gedacht? Ja, da sah die Welt deutlich bärischer aus, aber wir haben es ja in der großen Vorschau der Charts auch gesehen. Der Aufwärtstrend ist halt noch da gewesen. Jetzt sehen wir, die Hoffnung, die stirbt zuletzt, sagt man so schön. Damit sind die Bullen weiter am Zug und dieser Bullenmarkt, den wir momentan haben, der ist intakt. In Anführungsstrichen Bullenmarkt, ich hatte ja gesagt, welche wichtigen Marken hier noch auf uns warten. Das Ganze können wir uns die Tage auch noch einmal anschauen. Heute aber zunächst schauen wir auf Gold, auf Euro, US-Dollar und das Währungspaar britischer Pfund, kanadischer Dollar und natürlich gerne den ein oder anderen Wunschmarkt. Und damit, ja, danke auch für die ganz lieben guten Morgengrüße hier an dieser Stelle. Ich sehe gerade noch hier die Überschrift, die fehlt. Im Hintergrund hier Thema Gold lockt mit neuem Hoch. Die Käufer in den Markt zuvor. Der Risikohinweis bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das haben wir durch. Und wie schon gesagt, Fragen bitte rein in die Chats. Hinein hier auf GoToWebinar und Facebook. Und gerne geht es dann später um Ihre Wunschmärkte. Wir blicken auf die Nachrichten. Heute haben wir bekommen aus Großbritannien Nachrichten zum Arbeitslosenmarkt. Wir sehen es hier, brutal schlechte Zahlen, wenn man sich das mal anschaut. Hier ein wahnsinnig schlechtes Ergebnis. Und das Ganze möchte ich einfach nochmal, weil der Chart so prägnant ist. Lasst mich an der Stelle mal kurz einen Chart reinholen, kurzen Augenblick. Wo haben wir sie hier, die Arbeitslosenänderungen? Da ist es da. So, lasst mich das mal bitte rüberholen. Wahnsinn, es ist irre, muss ich echt sagen, was wir hier sehen. Schaut euch das mal an. Das ist der Chart hier an dieser Stelle. Hier auf investing.com sieht man das sehr, sehr schön. Boom! Ja, das sind die Arbeitslosenzahlen, die wir hier kriegen. Und jetzt schaut euch einfach mal an, wie gigantisch groß die Zahl ist. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach ein irrsinniger Anstieg, den wir hier haben bei den Arbeitslosenzahlen in Großbritannien. Das ist schon ein Zeichen für die Wirtschaft. Muss man schauen, wie die da rauskommen. Aber wir sehen es auch hier. Notenbanken machen ihre Arbeit. Dafür sind sie da. Das nutzen die. Und ich denke mal, auch Großbritannien wird hier den Weg aus dieser Krise gehen und Stück für Stück mit gewissen Maßnahmen entsprechend auch voranschreiten. Was kommt heute hier entsprechend noch? 11 Uhr gibt es aus Deutschland ZDW-Einschätzung der aktuellen Lage für den Monat Mai, die Konjunkturerwartung für den Monat Mai. Das Ganze hier, wie schon gesagt, um 11 Uhr. In diesem gleichen Zeitrahmen gibt es die ZDW-Konjunkturerwartungen auch für die EU. 12 Uhr dann, was haben wir stehen? Das Treffen der EU-Finanzminister und dann geht es am Nachmittag in den USA weiter mit den Baugenehmigungen, Wohnungsbaubeginne. Dann um 16 Uhr spricht der FED-Vorsitzende Powell. Das muss man wieder ganz genau auf der Uhr haben. Letzte Woche hat er ja auch gesprochen, da gab es ordentlich Bewegung an den Märkten. Wir erinnern uns noch, da war das Bild sehr, sehr düster, was gezeichnet wurde. Ich bin mal gespannt, was Herr Paul heute entsprechend zu sagen hat. 22.30 Uhr dann noch einen kleinen Blick in den Ölmarkt hier, den API Rohöllagerbestand. Das dazu und damit gehen wir rein in die entsprechenden Charts und wir starten hier. Ja, mit dem Währungspaar, britisches Pfund, Kandollar, schauen wir uns zuerst einmal an. Die Währung hier, der Blick ins Bild, wir sehen es, wir sind definitiv abwärts gerichtet. Das sieht man auch, wenn man in den Tageschart hineinschaut, da ist der Weg von oben nach unten eher geebnet. Wir sehen es hier, fallende Hochkurse haben wir da. Wir hatten oben zwischendrin den Deckel bei 1,77 drauf, der ist momentan dazu genutzt worden hier. Nach diesem, wie sagt man so schön, ein M, was wir hier drinnen haben in der technischen Analyse. Und dieses M hat halt dazu geführt, dass wir oben am Widerstand sozusagen ein Doppeltop haben, das den Markt deutlich unter Druck gesetzt hat. Wo wir jetzt standen, beziehungsweise wo wir stehen, ist eine sehr, sehr interessante Zone. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal eben noch hier im Tageschart an. Schaut mal hier, dieser Drehbereich hier unten um die 1,70,2.
Der hat des Öfteren schon Anklang gefunden, nicht nur hier in diesem Bereich, auch hier drüben sehen wir es, hier hat man dort einen Drehbereich, hier, hier und hier. Also schon eine Marke, die Marktbeachtung findet. Und das ist jetzt ganz, ganz interessant. Dieser Schub nach unten, der ist auch trendig gelaufen, das schauen wir uns gleich an, setzt genau in diesem Bereich auf, läuft leicht runter und findet direkt wieder Käufer. Das heißt, an dieser Stelle sehen wir den Markt im Abprall, das sind die sogenannten Rückschnapper. Und wenn wir mal schauen, wo diese Rückschnapper hinlaufen können, dann können wir uns auch das Potenzial des Ganzen ausrechnen. Wichtig an dieser Sache ist, ich zeichne hier mal eben kurz den Lower Timeframe ein, hier in dem MTON Live-Signal, was wir hier einblenden können im Stereo Trader bei Tickmill. Schaut mal, das Ganze trendet so schön nach unten. Wir haben hier immer wieder Sammelbereiche oben rauf, wo dann der Abverkauf kommt. Den Markt schiebt es quasi von oben nach unten rüber. Jetzt laufen wir hier unten in diesen Bereich rein und das ist halt dieser Unterstützungsbereich, der in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal Beachtung gefunden hat. Findet er auch diesmal, da sehen wir auch, das Verhalten an diesen Marken ist so oft so gleich, dass wir das bei vielen anderen Währungen auch sozusagen für unser Trading nutzen können. Interessant und wichtig wäre es jetzt natürlicherweise mit dem Bezug auf diesen Chart, den wir hier sehen, auch auf die Zeiteinheit, was der Markt hier macht. Die Korrektur muss ja natürlich erst einmal hier oben drüber laufen, wenn wir eine Ausweitung haben wollen. Das heißt, solange wie wir nicht hier über diese Marke steigen, um die, was haben wir hier, 1,71, solange wie wir dort nicht drüber steigen, haben wir sozusagen weiterhin nur sozusagen die Korrektur des Ganzen, das heißt die Korrektur dieses laufenden Abwärtstrends, dieser Bewegung, dieses Bewegungsarms hier und alles ist gut. Das heißt, wenn wir vor oder an dieser Marke nach unten abprallen, dann haben wir gute Chancen, erst einmal wieder hier im Kurzfristbereich in den Support reinzufallen, beziehungsweise dann entsprechend das Ganze nach unten fortzusetzen. Ein bisschen Potenzial ist ja entsprechend auch noch da. Wenn man das Ganze einfach mal ausmisst, wie weit wir die Korrekturtiefe gehabt haben, dann hat die Bewegung schon mal noch Zeit, hier locker unter die 1,68,2 zu fallen. Und das sehen wir hier an dieser Stelle natürlich als Potenzial nach unten entsprechend auch mit da. Hier im britischen Pfund Kandollar. Läuft es allerdings drüber. Das heißt, wenn wir tatsächlich hier oben drüber laufen, hoppala, jetzt habe ich was gelöscht, was ich gar nicht löschen wollte. Wartet mal. So, jetzt. Also, wenn wir hier über diese Marke laufen, über die 1,71, dann haben wir natürlich Ausdehnung der Korrektur. Und da müssen wir schauen, was liegt hier vor uns. Ich raff dazu mal den Chart ein bisschen zusammen, damit wir die Level besser sehen. Wir haben dann auf der Oberseite vor uns einmal den Ausbruchbereich hier um die 1,71,75. Und dann den zweiten Ausbruch hier um die 1,72,5. Das wäre dieses Level hier oben. Das sind mal die Marker, die wir direkt vor uns liegen haben, hier auf der Uhr zur Oberseite hin. Und das sind schöne Anlaufbereiche, die man gut ohne weiteres für die Planung entsprechend nutzen kann. Wenn es drüber hinausgeht, haben wir hier noch das Verkaufslevel um die Marke von 1,73,2. Da haben wir es ja auch gesehen. Das ist schon ein starkes Verkaufslevel, so oft wie der Markt hier rangelaufen ist und wieder abverkauft hat. Das sind die Dinge, die wir durchaus für die korrektive Phase planen können. Fällt der Markt, wie schon gesagt, aber direkt unten drunter, ist das ein Zeichen von schon stark vorhandener Schwäche. Das heißt, das Momentum nach unten geht dann einfach nicht raus und dann können wir uns schön zur Unterseite orientieren. Hier im etwas größeren Bild, da sehen wir es unten, der Bereich vom Tief, was wir haben, um die 1,66 kommt dann durchaus wieder mit ins Spiel in der Währung britisches Pfund kanadischer Dollar. Dann schalten wir rum auf den Chart vom Euro-US-Dollar. Da hatten wir ja gestern ja auch eine Frage entsprechend zum Dollar-Index und da hatte ich ja gesagt, dass der Euro-US-Dollar ein sehr, sehr großen Bestandteil drinnen hat und wir hier einfach momentan die Stärke vom Euro sehen. Hier an dieser Stelle können wir das sehen durch den Abprall von unten. Ich habe das im Blog geschrieben, im Blog, als ich den vorhin veröffentlicht hatte. Da standen wir sozusagen noch leicht unter dieser Marke hier bei 1,0927. Jetzt laufen wir hier mittlerweile schon drüber. Was soll uns das jetzt sagen? Das soll uns sagen, Moment, das möchte ich hier haben. Wir haben hier dieses Dreieck. Dieses Dreieck ist sozusagen noch nicht vollendet. Das Dreieck an sich, hier schauen wir uns mal kurz den Tageschart an, ist schon verortet eher in einer Abwärtsdynamik. Sehen wir auch, es ist gebildet worden auf der Unterseite der ganzen Abwärtsbewegung, die wir hier auch gehabt haben. Also das Ganze hat schon eher einen bärischen als einen bullischen Charakter. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was macht der Markt an der Oberseite? Prallt er ab und läuft wieder runter? Dann haben wir nämlich jetzt hier eine schöne Chance, die Unterseite mit anzulaufen. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal in den kleineren Zeiteinheiten an.
Und hier sehen wir es, eine schöne Seitwärtsrange nach der Aufwärtsdynamik hoch zur Dreiecksoberseite. Und wir wissen ja, in der Regel, Dreiecke werden oft im letzten Drittel verlassen. Und im letzten Drittel befinden wir uns hier im Währungspaar Euro-US-Dollar mit Sicherheit. Das heißt an dieser Stelle, hier sind wir jetzt wirklich auf dem Weg, die Oberseite zu testen. Wenn wir da drüber hinwegfliegen sollten, dann ist der nächste Anlaufpunkt mal hier natürlich oben, diese 1,10. Beziehungsweise hier, das wäre die 1,10er Marke, wo wir hier schon mal drüber gelupft sind. Und dann das Zwischenhoch um die Marke von 1,10, knapp 19. Das sind die Werte, die wir durchaus auf der Oberseite haben und auf der Oberseite anlaufen können. Also hier auch im Euro momentan eine sehr, sehr hohe Schwankungsbreite, die wir an dieser Stelle haben. Und da sind wir halt wirklich jetzt in einer schönen Situation, in einer schönen Position zu sehen, was hier los ist. Und immer dann, wenn wir so ein Verhalten sehen, das hier ist ein sehr, sehr starkes Verhalten nach so einem schönen Move nach oben, den haben wir ja gestern gesehen, eine Seitwärtsphase über einige Stunden und dann der Ausbruch nach oben hin, das ist ein Sammeln auf hohem Niveau, die ganzen unruhigen Hände sind aus dem Markt raus und wenn dann der Breakout nach oben kommt, das ist so eine schöne, flache, enge Range, die wir haben, dann kann man durchaus einiges nach oben mit erwarten und wie schon gesagt, interessant wird es jetzt. Ich meine, das sind nur Linien, die man hier in den Chart malt, ja, mal nach Zahlen sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen halt, dass diese Linien Beachtung finden und da wird es halt wirklich interessant, was passiert hier an der Linie, beziehungsweise hier, wo wir die charttechnischen Level haben, um die Marke von knapp 1,10 beziehungsweise etwas oben drüber. Die Marken sind jetzt definitiv auf der Uhr. Kommt es zum Abprall, dann können wir uns schön nach unten orientieren. Dieses Sprunglevel hier oben drüber, was hier der Widerstand gewesen ist, um die 1089, das wäre dann das erste Supportlevel auf der Unterseite, beziehungsweise was man da durchaus ohne weiteres mit anlegen kann, wäre erst einmal natürlich hier das kleine Zwischentief aus dieser Phase hier unten drunter, um die Marke von 1,09. Das hier zu sehen als erster Support. Also hier haben wir das Supportband und wenn der Markt dort runterfallen sollte, wären die nächsten Anlaufmarker dann auf der Unterseite zu finden. Wenn wir uns hier mal an den Swing Lows dieser Aufwärtsbewegung orientieren wollen, dann haben wir hier die Marke von 1,08 und 1,078 erst einmal im Raum liegen auf der Unterseite. Dazu müssen wir aber erstmal die Abpreisszenarien bekommen und da müssen wir einfach noch ein bisschen geduldig sein. Aber wir haben echt gute Chancen auch zur Oberseite hin. Wenn ich das mal kurz noch einzeichnen darf, schaut mal hier die kleineren Level bitte nicht beachten. Hier, schaut mal, hier drüben, da hatten wir ein Abprall-Level, ein Verkaufslevel. Das war hier drüben so ein bisschen ein Kauflevel. Also dieser Bereich um die Marke von 1,094 bis 1,005, die ist sehr, sehr interessant. Jetzt auch zu sehen, wie der Markt dort reagiert und wenn er da drüber geht, ist das wirklich ein weiteres Stärkezeichen. Da liegen dann an diesen Stellen entsprechend die Kauforders, die Absicherungsorders sozusagen, der Short Trader, die werden dann eingedeckt und dann wird der Druck halt immer größer und dann kommt einfach Schub rein und dann werden wir sehen, dass mit einer guten Wahrscheinlichkeit hier auch die Marke von 1,10 geknackt ist und wer weiß, bis wohin wir dann entsprechend laufen, wenn wir uns mal den großen Trend auch anschauen. Hier ist ja einiges an Hickhack zwischendurch mit drinnen gewesen, also Potenziale zur Oberseite haben wir im Euro US-Dollar zur Genüge. Wir müssen jetzt an dieser Stelle nur schauen, wo es entsprechend hingeht. Und damit blicken wir in Gold, bevor wir zu den Wunschmärkten kommen, beziehungsweise einem Wunschmarkt, den haben wir schon, und zwar das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und dann blicken wir jetzt auf Gold und Gold blicken wir uns hier mal an im 4-Stunden-Chart. Das ist jetzt mal der letzte Trendverlauf, deswegen habe ich den 4-Stunden-Chart entsprechend reingenommen. Und schaut mal, Leute, was hier passiert ist. Gucken wir uns mal den großen Chartverlauf an. Der Markt trendet wirklich schön nach oben. Wir hatten ja vorige Woche auch genannt, gesprochen. Die Long-Seite ist absolut intakt, aber die Gefahr, wir hatten diese inverse SKS ja letzte Woche mit besprochen, die ist natürlich latent immer noch vorhanden, aber momentan schaut es so aus, als wenn der Markt das überhaupt nicht spielen möchte, was rein aus technischer Sicht auch ein ganz normaler Bereich ist. Ja, also es ist halt so, langfristig, der Goldpreis hat sich in den letzten Jahrzehnten in der Regel mit den Aktienmärkten auch entwickelt. Ist ja auch logisch, ja, man sagt ja, Gold gleicht die Werte, also den Wertverlust entsprechend anderer Dinge aus. Ne? Und wenn Wirtschaftsgüter teurer werden und Gold ausgleichend ist, dann kann ja Gold auch gar nicht anders als zu steigen. Deswegen ist der Gleichlauf auch mit da. Von der Seite her ist ja alles in Ordnung. Wie schon gesagt, das Thema, was wir da letzte Woche hatten, mit der Geschichte nach unten, die muss man als aktiver Trader immer ein bisschen mit auf der Uhr haben. Wenn es da zu einem Schub kommt, muss das allerdings am ganzen großen Bild nicht wirklich
hier etwas Negatives bewirken. Das ist halt eher für das Kurzfristige im Trading. Was haben wir hier gestern gesehen? Wir haben einen neuen Schub nach oben gesehen, hier ein neues Jahreshoch geschrieben. Wir sehen es bei 1765 haben wir das Ganze. Das heißt, der Deckel gestern wurde weggesprengt. Den hatten wir liegen bei 1747 Dollar. Und jetzt kommt es darauf an, wie geht es weiter? Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, der Trend hier auch im kurzfristigen Bereich aus der Korrektur raus, der ist weiter vorhanden. Wir laufen hier schön nach oben. Jetzt sind wir so ein bisschen in der Korrektur. Das sieht man in der Stunde auch. Wir haben in der Stunde jetzt hier ja, den Markt nach unten gesehen. Nach dem Hoch kamen direkt die Verkäufe rein. Und hier schaut man das hier unten. Dieser Bereich, das ist aktuell der Unterstützungsbereich. Und der wird uns jetzt so ein bisschen, zumindest in kurzfristiger Art und Weise, die Richtung vorgeben. Heißt also, fallen wir hier tatsächlich unter diesen Bereich drunter. Ich klemme da mal noch das Preisschildchen dran. Schaut mal hier drüben. Das ist ganz grob der Bereich um die, naja, machen wir es mal grob, 1730. Dieser Schwungbereich, den wir hier oben haben, oder hier, wir haben es, wir sehen es, um die 1728 Zähler. Der Drehbereich ist da, hier, ich ziehe es mal etwas dicker, also dieser Bereich, das ist der Anlaufbereich jetzt hier, den wir haben, der hat immer wieder für Support gesorgt und wenn wir da tatsächlich abprallen sollten und hier über die 1741 wieder drüber schwingen, dann haben wir relativ gute Karten hier wieder Richtung des Hochs bei 1765 anzusteigen und im kleinen Bereich hat man halt auch schön die Level, wenn wir uns das jetzt mal beispielsweise hier im 15-Minuten-Trend anschauen wollen, schaut mal, der Markt hat schon mal versucht, ein bisschen nach oben zu trenden, hat es aber nicht geschafft, den Abwärtstrend hier rauszunehmen. Jetzt haben wir nochmal ein kleines, kurzes Zwischentief gemacht, ein kleiner Spike unten drunter und jetzt werden wir sehen, wenn es hier nach oben geht, für die kurzfristigen Trader, welche Marker interessant sind, das sind natürlich hier erst einmal die kleinen Schwunglevel, die wir hier haben. Schaut, das hier war der Verkaufsbereich, der ist interessant bei knapp 1735 Zählern und dann können wir uns, wenn das rausgenommen worden hier ist, an diesen kleinen Swing Highs bei 1738, hier haben wir es liegen 1738,9 und dann hier das kleine Zwischenhoch bei 1740,5 mit liegen und wenn der Markt das dann rausnimmt, das wäre dann der Umschwung auch für die Geschichte in der Stunde, dass wir dort tatsächlich dann die Stunde auch wieder nach oben laufen sehen, das heißt, das wäre dann wirklich der weit vollzogene Abprall und dann haben wir schon die Chance, dass wir hier schön nach oben laufen, also im kurzfristigen Bild ist das schon sehr, sehr, sehr interessant für die Oberseite. Die Unterseite wird dann interessant, wenn wir tatsächlich wieder rumdrehen. Das heißt, hier gehe ich nochmal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart rein. Wenn wir es tatsächlich nicht schaffen, hier oben drüber zu laufen, hier auch diese Marke von 1741 rauszunehmen, dann haben wir hier, schaut mal, das war Korrektur. Das ist hier Bewegung. Und wenn wir es nicht schaffen, hier rauszulaufen, sondern vorher rumzudrehen, ja, dann haben wir einfach nichts anderes als die Korrektur in der Stunde gesehen und dann haben wir den intakten Trend weiter nach unten laufen. Ne? Schaut mal, hier kommt es ja runter, hier schwingt es ja und jetzt haben wir wirklich den Schub nach oben, Schub nach unten, Korrektur, wohin auch immer und dann nach unten oder wir laufen einfach so unten drunter durch und wenn das kommt, dann sehen wir natürlich hier das Potenzial einer weiteren Ausdehnung der korrektiven Phase und welche Marke haben wir da im Blick? Natürlich zuerst einmal hier die 1722, ich raff's mal kurz zusammen, da sieht man, wo uns herkommt, schaut mal, das ist schon ein wichtiges Kauflevel gewesen, hier war es eine ganze Weile der Widerstand, dann sind wir hier mit Schmackes drüber gelaufen und auch hochgetrendet. Und wenn wir das rausnehmen, wäre das mal das erste Anlauflevel. Ansonsten im größeren Bild natürlich die Swinglows rauszusuchen bei der Korrektur nach unten, je nachdem wie stark die Volatilität ist. Da hätten wir dann hier im weiten Bereich als nächsten Anlaufpunkt die Marke von 1692, beziehungsweise, wenn ich das mal noch einzeichnen darf hier, wir können uns auch an den kurzfristigen Swing los unten rausnehmen. Das heißt hier ohne weiteres dieses Level um die 1711 Zähler, beziehungsweise hier unten der Bereich von knapp 1700. Diese Marke haben wir dann definitiv auch da, falls wir hier korrektiv etwas weiter nach unten laufen im Gold. Das dazu und damit schauen wir auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Wer mag, beziehungsweise wenn ihr noch den DAX besprochen haben wollt, gebt mir bitte eine kurze Info, dann gehe ich auch auf den DAX kurz noch ein. Das mache ich gerne, ich brauche bloß eine kurze Info, weil ich will euch ja hier nicht mit Reizüberflutung am Morgen langweilen. So, Neuseeland-Dollar, US-Dollar hier im laufenden Trendbereich. Wir sehen es hier an dieser Stelle.
Der Abwärtstrend ist hier weiterhin intakt, zumindest im kleinen Bereich, aber er läuft halt tief in die Korrektur rein. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Ich zoome das mal kurz noch ein Stückchen rüber. So, schaut, also hier hatten wir ja aus diesem größeren Bild heraus diese Phase, wo die Gegenbewegung zu dem Schub nach unten rausgenommen wurde und wir hier etwas nach oben getrendet sind. Auf Tagesbasis sieht das Ganze so aus, schaut, der Markt kam von oben nach unten gelaufen hier an dieser Stelle rein. Das war hier die korrektive Phase sozusagen. Hier sind wir dann tatsächlich schön unten rausgelaufen, sogar unten rausgetrendet. Und jetzt sehen wir halt mit Schmackes die Gegenbewegung, also die korrektive Phase. Und die kann sich aus technischer Sicht durchaus hier bis in das Zwischenhoch, was wir hier drin liegen haben, schaut mal hier oben bei 0,6159. 5,8 haben wir das Zwischenhoch liegen. Bis dahin kann sich das Ganze ohne Probleme auch noch ausdehnen. Und wenn wir das Ganze hier auch mal auf 4-Stunden-Basis sehen, in diesem Abverlauf nach unten, da sehen wir es halt auch hier, ne? Das war die erste Abwärtsbewegung, die war untergeordnet trendig. Dann gab es die Gegenbewegung, dann gab es wieder eine trendige Abwärtsbewegung. Und was wir jetzt hier sehen an dieser Stelle ist einfach ein Schub nach oben, ein sehr, sehr starker Schub nach oben. Der hat natürlich diesen Bewegungstrend hier rausgenommen, rausgebrochen und läuft jetzt sozusagen stark in die Gegenbewegung rein. Aus rein trendtechnischer Sicht ist hier alles noch in Ordnung. Das ist nur die Korrektur. Das heißt, diejenigen, die diesen Trend hier, diesen rot markierten traden wollen, für die ist die Welt noch komplett in Ordnung. Der Trend ist vorhanden. Der ist erst gebrochen, wenn er hier bei 0,6158 überschritten wird. Bis dahin ist hier alles noch im, sage ich mal, für diesen Abwärtstrend grünen Bereich. Wir sehen hier einfach nur die korrektive Phase. Das kennen wir aus diesem Trend auch. Ja, der erste Schub nach oben ging auch ein ganzes deutliches Stück hoch, bevor er dann wieder rumgedreht hat. Hier müssen wir einfach schauen. Anlaufpunkte auf der Oberseite haben wir noch da. Hier oben die 1,6124 ist der nächste Pivotpunkt im Sinne dieses Abwärtstrends, die wir da haben. Und dann natürlich dieses Level hier oben hier an diesem Hochrand. Das sind die interessanten Marker. Wenn es dann zur Umkehr kommt, das heißt, der Markt tatsächlich aus der Korrektur raus kommt, dann sehen wir die Unterseite natürlich wieder zum Bespielen. Hier muss man aber einfach noch etwas geduldig sein. Wie schon gesagt, hier der rot markierte Abwärtstrend, der ist definitiv in Ordnung. Was wir hier sehen, ist nur eine sehr dynamische Korrektur und sie hat auch an einer Stelle begonnen, wo das Ganze zu erwarten war bzw. zu erwarten ist. Warum? Woran sehen wir das hier? Wir hatten es vorhin auch bei einer Währung. Es gibt natürlich immer mal Supportbereiche und diese Supportbereiche werden angelaufen und da gibt es häufig die Gegenbewegung. Da holt der Markt einfach nochmal Luft. Wenn es zur kompletten Umkehr kommt, das kann man dann nicht ändern. Aber ansonsten, die Abwärtsrichtung ist weiterhin intakt, auch wenn wir hier eine sehr, sehr starke Gegenbewegung momentan auch finden. Da kommt es als Händler so ein bisschen drauf an, was möchte ich denn traden? Möchte ich die Bewegung traden oder möchte ich den Trend traden? Und damit wäre das Ganze in Ordnung für diejenigen, die lediglich die Bewegung traden wollten. Für die, ja, war sozusagen hier an dieser Stelle Schluss, als der Markt hier rausgegangen ist. Spätestens da wäre das Ganze beendet gewesen, weil da dieser Abwärtstrend hier entsprechend rausgenommen wurde. Hier mit Blick in Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Gut. Weitere Fragen oder Wunschmärkte sehe ich nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich einen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sagen oder sehen uns morgen wieder. Da haben wir Mittwoch, den dritten Handelstag der Woche. Und da schauen wir wieder auf interessante Trading-Ideen aus den Märkten. Danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter und bis morgen. Gute Trades und bleiben Sie gesund. Tschüss.